So, Leute, ich hatte euch in einer meiner letzten Videos ja gesagt, ja, ich habe mir so neue Glosse geholt von Pat McGrath und so. Das sind dann diese ganzen hier. Das. Und dann musste ich so ein bisschen umräumen, weil meine ganzen Fächer voll sind. Und dann, als ich so das Ganze aufgeräumt habe, dachte ich mir so, boah, eigentlich wäre es cool, mal so ein Full-Face-Make-up mit Lipgloss zu machen. Also es gibt es mit Liquid Lipstick, das war letztes Jahr der absolute Renner, das Video. Hatte ich nicht gemacht, weil ich zu lahmarschig war. Und dann dachte ich, ja cool, ich habe alles zusammengesucht, was ich hier irgendwie rumliegen hatte, in der Hoffnung, Farben zu haben, mit denen ich mich einigermaßen schminken kann. Also werde ich Challenge accepted, würde ich mal sagen. Und ich fange direkt mit den Augenbrauen an. Da habe ich ein Gloss und zwar von NYX Buttergloss in der Farbe Blackberry Pie. Ein Schwarz. Du machst jetzt direkt ernst. Ich mache direkt ernst hier. Dann habe ich noch so ein Buttergloss in der Farbe Cinnamon Roll. Das sind beide Farben. Ich werde das jetzt mal mischen. Vielleicht kriege ich ja was Anständiges zusammen. Es ist schon ein bisschen kühl. Ich nehme jetzt nochmal was Wärmeres rein. Für einen Hauch Wärme. So, alle drei Farben gemischt. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich die Suppe nachher aus meinem Gesicht waschen darf. Aber mich hat es wirklich, ich dachte, ja, ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Spaß hier. Oh, man sieht einen Unterschied. Vor allen Dingen werden die Gerüche richtig geil, weil ich glaube, ich habe keinen Lipgloss hier, der nach gar nichts riecht. Alle haben irgendeinen süßlichen, mintigen Geruch. Und das nachher komplett auf meinem Gesicht wird auf jeden Fall mega interessant. Okay, das sind die Augenbrauen. Das ging leichter, als ich dachte. Ich finde, die Farbe sieht voll gut aus. Die ist ein bisschen verkackt, aber ich lasse es jetzt. Dann würde ich anfangen mit der Foundation. So von meinen Nude-Glossen fand ich, also ich habe das nie ausgetestet oder so, ne? Ich habe eben nur mal so swatched, also das ist so das Nudigste, was ich habe. Es ist halt orange. Ich werde jetzt so einen Mischmasch machen, ja? Also ich nehme so ein bisschen Gloss. Dann habe ich noch diesen Chanel-Gloss. Das packe ich da mit rein, ja? Ach ja, ich werde jetzt auch hier alle Farben miteinander mischen. Boah, das wird sich richtig schwer verteilen. Oh ja, man darf bloß nicht zu viel ziehen. Ich meine, Glosse sind ja auch krass pigmentiert, ne? Ich meine, mit so einem matten Liquid Lipstick ist klar. Wenn man sich da so ein gescheites Nude mischt, ja, warum nicht, ja? Ich habe keine Deckkraft. Das sieht so nude aus, ja? Und dann denkst du dir, ach ja, im Gesicht ist es dann so. Es fühlt sich überhaupt nicht schwer an, kann ich nicht behaupten. Oh, ein bisschen macht's was, oder? Also ohne, dass ich jetzt aussehe wie Öl, aber interessant, interessant. Ich dachte, ich würde mehr, ich muss es mal hier wegklappen, mehr Farbe erzielen. Aber das verblendet sich dann doch so ein bisschen aus. Also ich finde, man kann was erkennen, aber es ist jetzt natürlich keine Foundation, ja? Also bleiben wir mal ganz ruhig. Ich habe hier noch ein paar Brauntöne. Ich würde gerne konturieren, weil es interessant ist. Ich swatche mich hier gerade mal so durch die braunen Farben durch. Oh, vielleicht nicht konturieren, sondern so bronzen. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe hier jetzt mal die drei Farben geswatcht. Ich glaube, dieses Braun hier von NYX eignet sich ganz gut. Wir versuchen es. Oh mein Gott, krass dunkel. Lol. Ah, man sieht was. Voll gut, oder? Also ich meine, voll gut ist jetzt etwas übertrieben, ja? Ey, guck, man sieht das voll. Ich will nicht lügen, aber es sieht nach was aus. Oder spinne ich? Bist du wieder am Rasieren? Ja, Mann. Sieht doch bronzy aus, oder? Mal Augenbrauen, Base. Highlighter. Hier macht vielleicht Sinn, sowas zu tragen. Sowas zu tragen. Ich nehme diesen Milk Highlighter, wollte ich schon sagen. Den Lipgloss von Rihanna, weil der schön schimmernd ist. Oh yeah. Das macht es nur ein bisschen glitteriger, ne? Ich dachte, so wäre der Effekt. Oh, guck mal, im Innenwinkel funktioniert's. Boah, ich rieche wie eine Süßigkeitenstation. Ich gebe mir nochmal das hier von Becker auf. Ja, in dem von Becker ist ein bisschen mehr Gold drin. Guck mal, selbst hier sieht man es. Ich nehme noch ein bisschen für ein bisschen mehr Highlight-Effekt. Nehme ich noch von Dose of Color diesen goldenen hier. Heute will ich es wissen. Okay, Highlighter. Abgehakt. Das Gefühl fühlt sich an wie 400 Kilo
Schmalz in meinem Gesicht. Blush, okay? Da dachte ich nämlich etwas, was ein bisschen Schimmer hat, nicht ganz so viel Crash Boom Bang. Da habe ich das hier gefunden von Dior. Dior Addict Lecker Plump. Ich finde, das macht eine... Ist das ein Gloss? Ja, oder? Jesus Christ, damit habe ich nicht gerechnet. Mach mir nicht alles kaputt. Also ich fühle diesen Lip-Plumper da drin. Es prickelt auf mein Wänkchen. Ist intensiv. Hätte ich gar nicht gesehen. Ich kann es nicht leugnen. Oh, my Highlight ist poppin' auf jeden Fall. Also wir haben Grundierung, wir haben die Augenbrauen, Kontur, Schrägstrich Bronzer, Highlighter und Blush. Also würde ich jetzt mit den Augen weitermachen. So als Übergangsfarbe nehme ich dieses Braun. Hat was, oder? Krass, macht voll den Effekt, ey. Ich bin verblüfft. Was habe ich denn noch Feines hier? Ich habe hier diesen lilanen Gloss Hi-Fi Shine von Urban Decay. Also Gloss an den Augen kann man machen. Also es gibt ja diese Glossy Looks. Oh, dieses Urban Decay Ding hat Mint drauf und meine Augen, sie brennen, yay! Weil das Mintige am Auge so schön prickelnd und frisch ist, ja? Kannst du euch nicht erklären, wie schön das ist? Mache ich mir das jetzt auch in meinen Innenwinkel? Oh nee, es prickelt schon doll, Alter. Nee, du, den Scheiß mache ich nicht, aber der Goldene ist so toll. Ist halt so richtig doll und ich dachte, ich mache das so in meinen Innenwinkel, aber boah, ich glaube, dann ist 5 Minuten vorbei. Jetzt zischt es richtig. I love it. Jetzt nehme ich so ein Pat McGrath Gloss, ja? Und den gebe ich mir in meinen Innenwinkel. Boom. Oh yeah. So muss das. Yes, ma'am. Zischt wie so ein Minzbonbon, du. Ich rieche auch wie eins. Nicht, dass ich noch verwechselt werde. Oh, ich habe hier so ein Wimpern... Pinsel, ja. Jetzt nehme ich nochmal diesen schwarzen Gloss. So, für ein bisschen mehr Effekt, ja, nehme ich diesen Dior Gloss. Und zwar ist es der Lecker Plum. Hatte ich auch eben schon. Ja, der ist schön intensiv, komm. So, weil es so schön ist, nehme ich mal diesen Huda Beauty Gloss, ja. Der hat richtig viel Effekt. Könnt ihr das sehen? Das versuche ich mir jetzt mal so ein bisschen auf mein Lila zu tupfen. Nehme jetzt doch nochmal diesen goldenen. Den gebe ich mir doch so ein bisschen auf mein Lid. Ich würde sagen, machen wir die Lippen, oder? Ich möchte mehr. So, ich versuche, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber dafür sind wir ja da, mir einen Lidstrich zu ziehen. Und zwar mit diesem schwarzen NYX Gloss. Ja, ich nehme mal nochmal den goldenen Gloss und tupfe das oben drüber. Ist okay. Ich habe es mir anders vorgestellt. Ja, ich finde, es hat sowas Editorial-mäßiges. Also die Augen auf jeden Fall, da kann man jetzt definitiv mehr rumspielen. Also man kann so richtig Farbe auftragen, über die Augenbrauen gehen, ja. Aber ich wollte jetzt tragbar, ja. Lachen wir uns alle Schrott. Lachen wir uns ins Fäustchen, ja. Ist okay, ist okay. Ich dachte tatsächlich, es würde schlechter gehen. Ich finde, das ist ganz okay. Wir können gleich zusammen auch noch rausgehen. Dann ist es schon Alltag. Das war für mich eine Experience, ja. Ich dachte, jetzt kann ich, glaube ich, in Ruhe, aller Seelenruhe, meine Lipglosse einräumen, weil es hat mich nicht in Ruhe gelassen, weil ich unbedingt diesen Drang hatte, zu wissen, wie sieht's aus, wenn ich ein Full-Face-Make-up mit Glossen mache, ja. Here I am, 2019, April, denkt an mich. Das Brennen auf den Lidern hat auch nachgelassen, also es war eben so. Auf jeden Fall findet ihr hier drüben 2 weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Macht so einen Scheiß nicht zu Hause. Danke und bis zum nächsten Mal mit euch.